Und da sind wir wieder bei Strangerville. Wir haben in unserem eigenen Haus den letzten Sporenhaufen gefunden. Leider müssen wir jetzt allerdings auch gleich schon wieder arbeiten gehen. Ich glaube, es hat jetzt 1 oder 2 Wochen sogar gedauert, bis wir hier endlich alle eingesammelt haben. Also es ist eine Wahnsinnsarbeit, da wirklich 15 von den Dingern. Nee, kann ich nicht, weil ich muss gleich. Oh, ich muss eigentlich jetzt schon arbeiten, glaube ich. Ups. Hallo, raus aus den Federn. Es ist mir egal, ob dir unwohl ist, du musst zur Arbeit. So, da müssen wir noch einen Augenblick warten, bis der Jason wieder von der Arbeit wiederkommt. Und dann schalte ich gleich wieder rein. Pünktlich zum Feierabend sind wir wieder da. Und zwar reisen wir jetzt zum Geheimlabor. Also ich denke, dass wir direkt dahin reisen können, dass wir jetzt nicht erst mit ihr sprechen müssen, weil ansonsten wäre das echt unfair. Das hat so dermaßen lange gedauert und ich bin überall wie blöde rumgelaufen, um den ganzen Scheiß hier zu scannen. Hallo. Änderst du mal die Perspektive? So. Na, hier können wir auch wieder scannen. Ich war jetzt schon ein paar Mal hier am Labor. Manchmal konnte man das scannen, manchmal konnte man nicht scannen. Es ist alles ein bisschen, naja. Genau, scan du mal. Oh ja. Oh wunderbar, die sammeln mir jetzt auch direkt mal alle ein. So, dann gehst du vorher noch mal eben auf Toilette. Scannst danach noch mal. Jetzt gibt es hier so viel zum Scannen. Ja, super. Die ganze Zeit musste ich wie blöde überall durch die Gegend laufen, weil hier nämlich nirgendwo was zum Scannen war. Hä, wieso scannt der jetzt nicht? Du sollst hier scannen. Hört noch. Ja, wunderbar. Und ich bin die ganze Zeit durch die Welt gelaufen. Und weiter scannen. Ich bin die ganze Zeit durch die Welt gelaufen, weil ich hier nicht scannen konnte. Super, ehrlich. Ja, es ist mir jetzt egal, ob du jetzt müde bist oder nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin, weil du musst die Sachen jetzt hier nehmen. Hat er da hinten jetzt gescannt? Das sah nämlich gerade nicht so aus. Ja, das soll aber nicht schneller laufen, das soll es einfach nur nehmen. Nein, du sollst es immer noch nehmen. So. Weil wir brauchen ja eigentlich 30 davon. Nee, hat er jetzt nicht mehr gescannt. Es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Oh. Ranken entfernen. Ja, das können wir jetzt erstmal da lassen. Das ist ja nicht unser Zuhause. So, die Schlüsselkarte. Es tut mir leid, aber wir müssen da unten wirklich jetzt mal dringend gucken, was da so vor sich geht. Hier darfst du auch noch mal kurz scannen. Hallo. Och Junge, was verstehst du an Scannen nicht? Jetzt geht ihr wieder nach oben und scannt, oder was? Willst du mich verarschen? Dein Ernst? Das ist wirklich sein Ernst. Gut, aber immerhin haben wir jetzt hier jede Menge von dem Sporen, die wir einsammeln können. Ich weiß, wenn du mal Hinne machen würdest, dann könntest du auch schneller wieder nach Hause gehen. So. Dann gehe jetzt da runter.
Hallo? Du sollst die Treppen runtergehen. Ach Junge, ist das jetzt dein Ernst? Hallo, du sollst die Treppen runtergehen. Sag mal, bist du doof? Ja, geil. Jetzt muss ich mit dir erst wieder rausgehen, damit er dann wieder die Treppen runtergehen kann, oder was? So, kann er jetzt wieder darunter? Immer noch nicht. Dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt doch erst noch mal kurz nach Hause. Ah, damit Mr. Dummdödel hier mal ins Bett kommt und eine Runde schlafen kann. So, da wir jetzt eh schon so spät haben, würde ich dann noch sagen, dass ich das Ganze hier ein bisschen skippe. Jetzt ist meine Geliebte die ganze Zeit im Hintergrund. Komm, du musst mal langsam aber sicher aufstehen. Jetzt ist sie wieder weg. Mann. Nein, ich will kein Frühstück. Komm schon. Hallo. Ich will eine schnelle Mahlzeit. Die ist nämlich kostengünstiger. Oh, wir haben aber schon wieder viel jetzt zusammengesammelt hier. Können wir uns eventuell, nur eventuell, schon einen PC leisten? Brauchen wir überhaupt noch einen PC? Das ist natürlich die Frage. Tragbarer Computer für 1000. Oh. Haben wir denn, weil den können wir, glaube ich, nicht so, obwohl den könnten wir doch eigentlich. Doch, den können wir hier oben drauf stellen. Stellen wir den nochmal hier oben drauf. Oh, ist das klasse. Ich meine, es hat zumindest dann auch seine Vorteile, dass ich hier die ganze Zeit wie blöde rumgelaufen bin. Vampirgeheimnisse schreiben, programmieren. Ja, wir können das Programmieren lernen. Das ist super. Und wir können ja auch gleich nochmal eine Runde scannen. Das hat ja leider nicht immer funktioniert. Du solltest eigentlich erst den Joghurt essen, Junge. Weiß ich auch, warum das so lange dauert. Ach, der hat den Joghurt direkt mitgenommen. Ja, das ist auch nicht schlecht. So, dann bade dich nochmal. Weil du nämlich gleich abgeholt wirst. Beziehungsweise wirst nicht abgeholt, sondern du musst zur Arbeit gehen. Gucken, ich glaube, das Scannen schafft er dann nicht mehr. Und er muss ja um 9 Uhr auf der Arbeit sein, ne? Wir sind inspiriert. Wir sind absolut inspiriert. Das ist gut. Komm, so lange musst du nicht baden. Du bist doch schon komplett hygienisch sauber hier. Komm mal hin. Scan ja noch kurz eine Runde. Ach, na super. Ich möchte mal wissen, was das mit diesen komischen Ranken ist. So, okay. Gut, dann geh du mal zur Arbeit. Bei der Arbeit kann man hier nicht doch fleißig arbeiten. So. Und wenn du zurückkommst, darfst du erstmal direkt die Ranken entfernen und ein bisschen aufräumen hier. Ich meine, das geht ja gar nicht. Ah, okay, er darf es, aber er macht es nicht. Ich kann nicht draufklicken. Na gut. Wir haben wieder Geld mit nach Hause gebracht. Ja, von mir aus kommt vorbei, aber ich bin nicht mehr lange da, nur so zur Info.
Jetzt ist sie wieder gegangen oder was? Hä? Muss ich das verstehen? So, da haben wir noch zwei. Sammeln die mal fleißig ein, genau. So, dann nehmen wir noch mal ganz schnell eine schnelle Mahlzeit. Wir nehmen immer den Joghurt. So, komm, ein bisschen schneller essen hier. So, dann werden wir jetzt erstmal reisen. Und zwar zurück zum Geheimlabor. Hallo, du sollst reisen. Heute noch. Hallo? So, dann werden wir jetzt noch mal versuchen, da reinzukommen. Geht der jetzt automatisch runter? Wahrscheinlich, ne? Wenn ich jetzt wieder aufs... Ja, dachte ich mir schon. Wenn ich jetzt wieder aufs Scannen gehe, dann geht der Idiot wieder nach oben. Ja. So. Jetzt werden wir mal schauen, ob wir den Geheimnissen von Strangerville ein wenig auf die Leibe rücken können. Wir werden jetzt erstmal Infektionsprofildaten erstellen. Mal schauen. 38, also wir scheinen genug gesammelt zu haben, um das bei beiden machen zu können. Obwohl, es reicht, glaube ich, wenn wir es einmal machen, ne? Es sind vier Teile. So, Jason hat den gesammelten Sporenhaufen ganz genau analysiert und das hat sich ausgezahlt. Bringe die Infektionsprofildaten zu einem Strangerville-Wissenschaftler, um herauszufinden, ob sie nützliche Informationen liefern. Okay, dann werden wir das doch mal direkt machen. So, okay, wir können natürlich auch scannen unterwegs. Jason! Hallo. Heute noch. Dann mal hier rum. Der weiß auch nicht, was er will, ne? Wir reisen einfach mal. Wenn er das nicht auf die Reihe kriegt, der einfache Treppe hochzugehen. Hallo, du sollst reisen. Och nee, nicht schon wieder, oder? Junge, warum bist du nicht gereist, als ich es dir fünfmal gesagt habe? Ist doch nicht wahr. Zu doof, um ein Telefon zu benutzen, ehrlich. So. Doch, die war, glaube ich, hier. Die war jetzt nicht an der Bar, ne? Mach dich ans Werk mit der Törtchenfabrik. Ja, das ist das nächste, glaube ich, was ich mir noch holen wollte. Das mit den... Oh, es ist gar keiner hier. Errungenschaft fängt gerade erst an. Das heißt, bin ich jetzt die Erste, die hier ist? Oder was meinen die jetzt damit? Es ist gar keiner da und ich wollte mit den Leuten sprechen. Und anscheinend sind die aber alle schon am Schlafen. Das ist ja blöd. Oh, das ist aber gemein. Dann müssen wir erstmal nach Hause. Oder? Ah, ein paar vereinzelte Leute kommen hier.
War keine Wissenschaftler. Das sind die ganzen Bekloppten wie ich, die sich den Sporen nur allzu gerne aussetzen. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal kurz nach Hause. Und dann skippe ich das Ganze mal ein wenig, bis wir gleich ankommen. Schlaf erstmal so lange, mein Kleiner. Schlaf und dann geh zur Arbeit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.